Also so konservativ, wie ich in mancherlei Hinsicht bin, und so libertär, wie ich in mancherlei Hinsicht bin, bin ich äußerst kritisch gegenüber den Russen, dem russischen Einfluss und irgendwelchen aristokratischen Bestrebungen und irgendwelchen weiteren Exzessen. Neonazitum und so weiter ist bei mir völlig, stößt bei mir auf völlige Ablehnung. Dann, libertäres Denken, großer Einfluss auf mich. Auf der anderen Seite halte ich wenig von den Säulenheiligen, dazu gleich später noch mehr bei den Libertären. Und kein Fan davon, wie sich das Establishment, der Club der Milliardäre, eingekauft hat bei den Libertären, um das Ganze dann stückweise in die gewünschte Richtung abzulenken. Das ist ein Text von aus der linken Szene, gepostet im Forum von Democratic Underground, also Sozialdemokraten. Und hier geht es um die Libertären. Natürlich eine Schmähschrift auf die Libertären und auf das liberale Denken. Okay. Hier geht es hauptsächlich um William Volcker. 1859 geboren, 1947 gestorben. Also der hat, das war eine Familie, die stammt eigentlich aus Hannover in Deutschland. Als Volcker oder William Volcker, als er 12 Jahre alt war, zog die Familie von Deutschland nach Chicago. Und mit 17 Jahren arbeitete er dann in einem kleinen Unternehmen. Die stellten Bilderrahmen her. Okay. Also es war noch in der Zeit, bevor alles made in China war. Da gab es noch diese kleinen Unternehmen, die stellten sowas selber her. Und 1882 starb dann der Firmenbesitzer und William Volcker kaufte sich dann die Firma, wo er gearbeitet hatte, und zog das Ganze nach Kansas City. Und dieses kleine Business wuchs zu einem internationalen Giganten. Und es geht im Text jetzt nicht unbedingt darum, wie man das geschafft hat, ob jetzt mit rechten Dingen oder unrechten Dingen. Das sei jetzt mal dahingestellt. Und er spendete dann einen Haufen von seinem Geld. Und hier in diesem linken Text heißt es dann, ja, aber er spendete an diese ganzen reaktionären, furchtbaren Leute. Und dadurch kamen dann diese Libertären auf und die gründeten überall Thinktanks und Zellen und so. Also genau das, was die Linken eigentlich machen, dass sie sich überall verbreiten. Wird hier panisch drauf eingegangen. Oh Gott, durch diesen Herrn Volcker verbreitete sich libertäres Denken. Und Volcker mochte halt nicht diesen Sozialismus in Amerika, heißt es. Er wollte dann eben ein anderes Denken verbreiten, also Kapitalismus, Laissez-faire und so weiter. Und weil er so eine große Firma hatte, war er auch in einer Gruppierung drin, nämlich die National Association of Manufacturers. Also ist erstmal nichts, von vornherein nichts Verkehrtes dran, quasi eine Organisation, in der Großunternehmen und auch andere Unternehmen drin sind, die halt einfach Sachen herstellen. Ja? National Association of Manufacturers. Auch in der Zeit, bevor alles nach China ging, in die kommunistische Diktatur. Das Problem ist, Volcker gab sich dann ab mit sehr, 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 sehr krassen Leuten. Jasper Crane von DuPont, einer der heftigsten Konzerne aus Amerika, meine Damen und Herren. B.E. Hutchinson, Chrysler. Henry Weaver von General Electric. Das ist ganz, ganz verschwörerisch, meine Damen und Herren. General Electric, ja, haben den Ostblock mit aufgebaut, die Kommunisten mit aufgebaut mit ihrer Technologie. Auch im Deutschland der 1930er Jahre war General Electric mit seiner Tochter mit drin gesteckt. Außerdem Richard Earhart von White Star Oil, später dann Mobil Oil. Also hier beginnen nämlich die großen Probleme. Das sind nicht einfach irgendwelche Kapitalisten, gewöhnliche Kapitalisten, mit denen sich Volcker hier abgegeben hat, sondern das sind ziemlich heftige Insider. Außerdem hatte Volcker Einfluss auf die University of Chicago. Und diese University of Chicago wurde gegründet von John D. Rockefeller, also einem wesentlich älteren Clan an absoluten Raubbaronen. Denen waren die Regeln wurscht. Und die werden heute noch gefeiert, also die Rockefellers lassen sich heute noch feiern von einigen libertären Gruppen, vor allem den Ayn Rand Gruppen, also die sind ja Cheerleader, fast schon Groupies, was jetzt Familien wie die Rockefeller anbetrifft. Also wird dann wirklich ein Füllhorn an Liebe ausgeschüttet von den Ayn Rand Gruppen. Ein Füllhorn der Liebe ausgeschüttet auf die Rockefellers, auf die Fords und ähnliche Konzerne, obwohl diese Konzerne nicht den Ostblock aufgebaut haben und faschistische Ideologie teilweise pflegten, wie Henry Ford, teilweise auch in Deutschland sich beteiligt hatten, Rockefeller, Standard Oil, Hitler-Deutschland involviert, sondern diese Clans, diese Dynastien, diese Raubbaronfamilien, die waren ja auch mit ihren Stiftungen groß daran beteiligt,
linkes Gedankengut zu verbreiten. Also über die Fabian Society und andere Vehikel. Also Club der Milliardäre oben, Sozialismus für die Massen. Und das schnallen anscheinend die Ayn Rand-Gruppen nicht. Die feiern die Rockefellers. Und mit solchen Leuten gab sich dann William Walker ab. Er schuf dann 1932 den William Walker Fund und wurde dann der Vater der libertären Bewegung. Und auch ein bisschen der Konservativen. Also manches deutet ein bisschen darauf hin, dass Walker so einen Flirt hatte mit dem Faschismus. Das waren ja auch bei seinen Kollegen da in den großen Firmen, war das ja auch ziemlich in. Vergessen wir nicht die Geschichte. Hier haben wir einen interessanten Wikipedia-Eintrag dazu. Der sogenannte Business Plot oder White House Coup war eine politische Verschwörung in den Vereinigten Staaten. Der ehemalige Marine Corps Major General Smedley Butler schlug Alarm und sagte, hey, einflussreiche Businessleute, einflussreiche Unternehmer wollen den Faschismus hier etablieren in den USA. Also stinkreiche, rassistische, klischeehafte, gierige Kapitalisten wollen die Freiheit zerstören, Amerika in ein faschistisches Loch verwandeln. Sein Staatsstreich sei geplant gewesen, um Franklin D. Roosevelt zu stürzen. Natürlich, die großen Medien sagen, da war überhaupt nichts dran, es gab keinen Plan und so. Aber da ist wesentlich mehr dran, als hier dargestellt wird. Also es geht hier um die Warburgs, JP Morgan, andere große Konzerne. Kann man sich dann die ganzen Aufzeichnungen durchlesen. Also egal, wie weit dieser Plot vorangeschritten war oder nicht. Ich meine, heute, wir sehen das ja, immer weniger Konzerne, immer mehr Fusionen, Biotech-Firmen fusionieren, teilweise deutsche Firmen. Das ist ja auch ziemlich heikel. Also hier haben wir zum Beispiel die Bayer AG. Die Bayer AG, einer der größten Giganten der Welt, Arzneimittel, Kunststoff, Pflanzenschutzmittel. Die Bayer AG soll jetzt oder will jetzt fusionieren mit Monsanto. Natürlich hier die Geschichte, IG Farben. Also das ist dann, das können Sie also mal durchlesen. Die deutsche Chemieindustrie und so weiter. Also hier, Bayer und Monsanto gehen jetzt zusammen und woanders gehen DuPont, die haben ja vorhin erst den Namen erwähnt, wo der Vater des modernen libertären Bewegung, Volcker, wo der dann zusammen war in dieser Organisation mit einem Vertreter von DuPont. DuPont fusioniert jetzt mit einer großen Firma in den USA, deswegen sieht sich jetzt Monsanto in Zugzwang und fusioniert mit der Bayer AG. Also immer größere und mächtigere Konzerne und immer mächtigere Konzerne. Natürlich schreien dann die ganzen Linken, oh Gott, die Gefahr des Faschismus oder die Gefahr des Konzernfaschismus oder Faschismus Light und so weiter. So schreien sich dann die Ideologen gegenseitig an. Aber wie gesagt, die Großkonzerne, die Milliardäre, der Club der Milliardäre finanzieren auch gleichzeitig die linke Bewegung. Genauso wie die Konservativen und auch die Libertären. Also egal, wo man sich zugehörig fühlt, weil jede Seite hat sinnvolle Dinge beizutragen. Libertären natürlich. Das Wichtigste in der libertären Denken ist der gesunde Menschenverstand, dass man sagt, okay, ich habe ein Recht auf Besitz, nicht wie im Mittelalter, ja, wo dann der Graf oder Lehensherr irgendwie meinen Boden besitzt und ich muss ackern und Steuern bezahlen. Wir sind alle irgendwelche Fronsklaven. Nee, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Außerdem das Recht auf Tausch, das Recht auf die ganzen persönlichen Freiheitsrechte. Das ist ja alles gut und schön. Nur Mr. Volcker hier war im Bett mit ziemlich krassen Leuten. Und Mr. Walker kaufte sich dann den Titel Vater der libertären Bewegung. Also, und dieser Walker Fund und so, die finanzierten dann die großen Bücher von den Libertären, Hayek, Mises und so, brachten diese ganzen armen Schlucker eigentlich, diese armen Intellektuellen nach Amerika und bezahlten denen Salär und Gehalt und so, pushten deren Bücher, also die ganze Konzernkohle ging dann da rein. Alleine hätten diese libertären Typen das nie geschafft, auf den grünen Zweig zu kommen. Hayek, Mises, dann auch später Rothbard und so. Also der Volcker Fund brachte Hayeks Buch dann nochmal raus im großen Stil an der University of Chicago, die gegründet wurde von den Rockefellers. Hayek bekam eine Position an der University of Chicago. Die war zwar nicht bezahlt, allerdings Kumpels von der Earhart Foundation bezahlten dann das Gehalt für Hayek. Und Hayeks Lehrer in Wien war Ludwig von Mises und so weiter. Mises ging dann ziemlich pleite in die Vereinigten Staaten, bekam dann einen Professorposten an der NYU, großen Universität. Allerdings sein Salär wurde bezahlt von Businessleuten wie Lawrence Furtick. Furtick war
hing ab mit dem Volcker Fund, war ein Freund von Henry Hazlitt, also der Hausjournalist, der Hofberichterstatter vom Volcker Fund. Und so finanzierte man von Mises 25 Jahre lang, und Mises hatte nie einen richtigen Job, den er ohne diese Gönner auf die Reihe brachte. Also wie gesagt, die Rockefellers steckten da mit drin. Murray Rothbard wurde dann reingeholt in dieses Netzwerk. Rothbard war dann Berater für den Volcker Fund 1951, also so hielt man sich diese Leute da bei Laune. Und dann gründete man immer mehr und mehr Gruppierungen, Organisationen und verbreitete dann eine Version vom libertären Denken, die ja problematisch war in mancherlei Hinsicht. Und dann kam es schließlich zur Gründung der Mont-Pèlerin Society. Natürlich die Volcker Fund bezahlte das alles, und man brachte dann die große libertären Zeitung raus, The Freeman, also das Journal der Libertären. Nach dem Volcker Fund wurden dann andere zu den großen Finanziers der Libertären: Scaife Foundation, Koch Family Foundations, ganz problematisch, Bradley Foundation, Carthage Foundation. Und das splittete sich ein bisschen auf, also auch Neokonservative. Und wie gesagt, da vermischte man alles Mögliche und machte dann aus klassischem libertären Denken ein Lobgesang aufs Establishment, neokonservative Big Government, Kungelei zwischen Politik und Konzernen, was ja eigentlich im libertären Denken eigentlich tabu ist. Also wie gesagt, man bezahlte, und wer bezahlt, schafft an. Als man das gründete, diese Mont-Pèlerin Society 1947, hatte man die folgenden Top-Gäste. Die folgenden Top-Gäste. Einen ehemaligen Fabian Socialist, Walter Lippmann, also einen ehemaligen Elite-Kommunist, finanziert von dem Geldadel, von den Milliardären. Fabian Society, Walter Lippmann, Mises, Popper und so weiter. Dann Sir John Clapham, ein wichtiger Funktionär der Bank of England, war außerdem Präsident der British Royal Society. Was hat der auf einer wichtigen libertären Konferenz zu suchen? Dann Otto von Habsburg, Max von Thurn und Taxis. Wie gesagt, natürlich steckt dann so sehr, sehr viel Establishment drin. Und das kostet natürlich dann Glaubwürdigkeit. Das bringt natürlich dann einen schlimmen Einfluss mit rein. Und so kontrolliert das Establishment das System, kontrolliert das Denken. Also für die Mainstream-Ökonomen predigt man halt einfach dann, ja, der Staat wird schon richten, die Zentralbanken werden schon richten, mehr Schulden machen und so weiter. Das predigt man den Mainstream, und dann gibt es noch so ein bisschen die Rebellen, denen predigt man dann diesen Establishment-Libertarismus. Von wegen, die Rockefellers sind geil. Ayn Rands Buch, also diese narzisstische Rachefantasie. Ayn Rands Atlas Shrugged. Ja, also diese Romane, diese sozialdarwinistischen Romane wie Ayn Rands Atlas Shrugged, wo es dann heißt, ah, die Übermenschen, also quasi diese Rockefeller-ähnlichen Übermenschen, gehen in ihr Zaubertal und draußen verreckt die ganze Welt, und das haben die alles verdient, und die Rockefellers und so entziehen dem ganzen System ihren Support, und weil sie ja die Übergenies sind, die Übermenschen. Wenn Leute da draußen sterben, dann ist es denen wurscht. Und natürlich die Kochbrüder, diese krummen Milliardäre, finanzieren dann den Druck von hunderttausenden Exemplaren von Ayn Rands Buch und verteilen das an den Colleges, damit diese paarrebellischen Denker, damit diese paarrebellischen Leute auch noch eingefangen sind. Und meistens merken sie gar nicht, wie sie ferngesteuert sind. Also es ist nichts verkehrt dran, libertär zu denken, freiheitlich zu denken, ganz im Gegenteil. Allerdings Vorsicht mit den Säulenheiligen, Vorsicht mit Leuten wie Rothbard und seinem Anarchokapitalismus, dieser komischen Zersetzungsstrategie. Vorsicht mit Rothbards krankhafter Außenpolitik, also er war ein großer Fan von der Sowjetunion und so und hat alles entschuldigt, was die Sowjets gemacht haben. Auch Vorsicht mit dem Ron Paul-Institut und deren Russenfreundlichkeit und so, das ist alles ziemlich kaputt. Wie gesagt, das Wichtige ist nicht Ron Paul, eine Lichtgestalt, sondern das Wichtige waren eigentlich diese Millionen und Millionen und Millionen Amerikaner, die auf freiheitliches Denken stießen und das Richtige machen wollen. Das ist die Substanz, nicht diese eine Person, ja, diese eine Lichtgestalt oder Scheinlichtgestalt namens Ron Paul. Also die Mont-Pèlerin Society, da kamen dann 500 Stiftungen raus in fast 80 Ländern. Also wie gesagt, so streiten sich dann die ganzen Leute, und jede Gruppe wirft den anderen Gruppen die Fehler vor. Das Establishment kauft sich hier die Libertären und kauft sich hier die Ideen, kauft sich hier die Meinungen. Und das muss aufhören, meine Damen und Herren. Das wäre wirklich, wirklich fatal.
Okay, kurze Werbeanspieler, wir sind gleich wieder für Sie da, meine Damen und Herren, mit einem Haufen News und Neuigkeiten aus der EU, Deutschland, USA und manchen anderen, natürlich anderen Bereichen auch wie die Wirtschaft. Sie finden uns unter recenter.com, außerdem auch unter der Adresse shop.recenter.com. Ganz wichtig, unsere Medien sind möglich durch Ihren Einkauf im Recenter Shop. Das heißt, wir durchbrechen die klassischen Denkmuster, wir durchbrechen die Sektiererei. Wir sammeln das Beste aus allen Richtungen und zwar nicht nur aus den politischen Richtungen, sondern...